Woche, ne? Habe ich so das Gefühl, mit der Premiere hier in der Orangerie zu Dummy Dumb, 20 Jahre GOP-Varieté-Theater, hier ist noch ein bisschen Musik irgendwo. Schauen wir mal, wo die herkommt, dass die da ganz weg sind. Und heute Abend, zum vierten Mal, findet sich statt im Verlag des Integrationspreises. 2008 haben wir das erste Mal einen wunderschönen Abend gemeinsam verbracht. Ich weiß nicht, wer 2008 mit dabei war. Vielleicht kriege ich mal so ein kleines Handzeichen. Wer war 2008 bei der Verlag dabei? Ja, genau, trauen Sie sich mal. Wer war in den letzten Jahren dann hier in der Orangerie? Alle. Genau, natürlich. Wir waren natürlich dabei. Ich freue mich sehr, dass Sie heute zu uns gekommen sind in die Orangerie. Mein Name ist Werner Buss. Ich gehöre so zu der Varieté-Welt. Was hat die mit dem Integrationspreis heute Abend zu tun? Das können wir, glaube ich, ganz schnell erklären. Hier in der Orangerie findet seit 9 Jahren das Wintervarieté statt. Das Wintervarieté, das wird veranstaltet und organisiert vom GOP-Varieté-Theater. Also so viel schon mal, dass wir uns hier treffen, was sehr, sehr schön ist. Warum freue ich mich, wieder dabei zu sein? Warum freue ich mich auf diesen Abend? Als wir 2008 in der Vorbereitung darüber sprachen, war ich Feuer und Flamme, fand die Idee, den Preis zu vergeben, großartig, weil meine Arbeit, mein tägliches Leben und die Arbeit im GOP ist tägliche Integration. Wir haben alleine unter den 600 Mitarbeitern, es wechselt immer so ein bisschen, ca. 15 Nationen. Das sind Aisha aus Tunesien, da ist Bülent aus der Türkei, Tufan aus dem Iran. Das sind Valentina aus Russland und Hu aus China. Und ich könnte das so weitererzählen. Verteilt nicht nur hier in Hannover, sondern auch in Essen, Bad Oeynhausen, in Münster und natürlich in München. Und insofern, als wir damals darüber sprachen, den ersten Preis zu vergeben, da war ich eben Feuer auf Flamme, weil es eben meinem Herzen entspricht und weil ich gesagt habe, das finde ich toll. Insofern, schön, dass ich heute Abend auch mit dabei sein kann. Und noch einmal, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Natürlich habe ich mich auf den Abend heute Abend auch vorbereitet, auch wenn wir bei Radio 21 auf der 104.9 in Hannover eigentlich schon Deutsch sprechen, habe ich gedacht, nee, das muss ich jetzt mal ändern. Sie sehen es mir ein bisschen nach, wenn es nicht ganz so perfekt ist. Ivi Oksalma, Ben Ola, Ivi Ola, Giannini, Umu Yoro. Ich habe eine ganz liebe Nachbarin, sie ist Türkin, also türkischen Tee kann ich kochen und kann ihn auch gerne trinken. Auch gerne Gäste dazu einladen, aber wie gesagt, mit dem Satz soll es dann auch gewesen sein, mehr ist leider nicht drin. Aber an der Stelle darf ich auch sagen, dass meine Eltern, die haben ja auch schon einen ganz großen Integrationsbeitrag geleistet. Mein Vater ist Franzose, meine Mutter ist Deutsch, was rausgekommen ist, sehen Sie heute Abend. Also von dem her auch schon eine kleine Integration bei mir zu Hause, die stattfand. Sehr schön. Radio 21. Ich freue mich sehr, dass wir heute Abend mit dabei sein dürfen bei dieser ganz besonderen Veranstaltung. Und Integration ist natürlich auch für mich ganz besonders wichtig. Nicht nur alleine sozial, auch zu Hause im Familienkreis und auch mit den Nachbarn, mit den Freunden meiner Tochter. Es ist unheimlich schön, verschiedene Kulturen kennenzulernen und diese Kulturen dann auch gerne im Urlaubsort dann auch zu erleben und mitfühlen zu dürfen, wie die Nationen denken, wie sie fühlen und wie sie handeln. Und ich freue mich heute Abend hier zu sein, weil das was ganz Besonderes ist, nicht nur eine Preisverleihung, sondern eine Institution, die sich das ganze Jahr über, nicht nur heute kurz vor Heiligabend, für Integration ansetzt. Aber was ist das deutsch-türkische Netzwerk eigentlich? Was machen die überhaupt? Was machen die das ganze Jahr über? Wenn Sie es nicht wissen, meine Damen und Herren, ein Mann weiß es ganz besonders gut. Und das ist der Gastgeber des heutigen Abends. Ich freue mich auf Ahmet Yildirim, der Vorsitzende des Deutsch-Türkischen Netzwerks.